Herzlich willkommen im Literaturforum im Brechthaus zu einer weiteren Ausgabe von Erzählte Zeit. In der Reihe Erzählte Zeit stellt die Schriftstellerin Annette Gröschner neu erschienene Biografien im Gespräch mit den jeweiligen VerfasserInnen vor. Wir freuen uns sehr, dass heute Franziska Thun-Hohenstein mit ihrem Buch Das Leben schreiben, Warlam Schalamow, Biografie und Poetik und damit mit der ersten und maßgeblichen Biografie eines der wichtigsten russischen Autoren des 20. Jahrhunderts heute hier ist. Damit ist von meiner Seite aus eigentlich auch schon alles gesagt. Ich darf das Wort Annette Gröschner übergeben. Bitte begrüßen Sie mit mir unsere Gästinnen noch mit einem herzlichen Applaus. Ja, vielen Dank. Ich habe mal mitgezählt, das ist jetzt die 42. Veranstaltung in der Reihe Erzählte Zeit, Stichwörter für eine Poetik der Biografie. Das ist eine unregelmäßig stattfindende Reihe, die es seit 15 Jahren gibt. Und es geht hier um die Entstehung von Biografien, um Fragen der Recherche, der Form, dem Umgang mit der Chronologie einer Biografie, Konkurrenz und natürlich auch mit dem Gegenstand. Und das ironische Motto unserer Reihe ist ein negatives Bonmot von Wladimir Nabokov. Eine Biografie zu schreiben ist das Bedürfnis eines gierigen, aber beschränkten Geistes, sich einen saftigen, großen Mann herzunehmen, ein armes, wehrloses Genie und sich seiner sehr fernen Vergangenheit mit der Unverfrorenheit des Schlaubergers zu nähern. Also diese ganze Reihe ist nur gegründet worden, um das zu widerlegen. Wir hatten schon sehr viele verschiedene Biografien, zuletzt, in den letzten Jahren muss man sagen, Käthe Kollwitz, Seki und Alu von Achenbach, Ingeborg Bachmann, Nestor Machnor, Anne Lister, Konrad Wolf, Hegel und zuletzt Helga Schütz. Heute geht es um einen russischen Schriftsteller, der die Lager der Sowjetunion überlebt und darüber geschrieben hat, wie es nur wenigen vergönnt war, Warlam Schalamow. Und als erstes möchte ich die Biografin vorstellen, also die Biografie der Biografin. Ich freue mich sehr, dass Franziska Thun-Hohenstein gekommen ist. Sie ist in Berlin geboren. Ihre Mutter war schon Professorin für Slawistik. Da können wir uns auch noch unterhalten, was sie Ihnen eigentlich mitgegeben hat, so als Autorinnen und Autoren. Sie war an der Akademie der Wissenschaften. Ihr Vater war Diplomat und war auch 1956 bis 61 und 69 bis 73 in Moskau. Und sie selbst haben 69 bis 73 an der Lomonossow-Universität in Moskau studiert und an der Humboldt-Universität 1981 promoviert, ab 1974 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR und von 1996 bis 2001 im Zentrum für Literaturforschung. Und dann kommt schon diese quasi Nachwende, wo das mal das war, dann wurde es wieder umbenannt. Sie waren dann zwischendurch in Bremen für ein Jahr. Ich wurde ein Jahr ausgelagert nach Bremen wegen der 12-Jahres-Regel im akademischen Bereich. Aber im Prinzip war ich dann immer in Berlin an diesem Zentrum mit unterschiedlichen Namen. Genau, war erst das also immer das ZFL, aber mit unterschiedlichen Hintergründen bei den Buchstaben, also zuletzt Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Dort hatten sie 2008 bis 2015 den Forschungsbereich Plurale Kulturen Europas mit anderen und seit 2020 sind sie Senior Fellow des ZFL. Was heißt das eigentlich? Gucken Sie da ab und zu mal vorbei und sagen Hallo? Ja, das heißt, dass das für mich ein großer Schatz ist, weil ich die Verbindung zu den Kollegen, von denen ich auch sehr viel profitiert habe, auch beim Schreiben der Biografie halten kann, die Bibliothek nutzen kann, keine großartigen Verpflichtungen habe, aber in gewisser Weise auch an Tagungen oder so immer noch mal dabei sein kann. Hm. Sie haben sich vor allen Dingen mit der russischen Literatur- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt, literarische Topografien, nationale Erinnerungskulturen und Narrative, kulturelles Gedächtnis, Autobiografik, Beschäftigung mit der Literatur des Gulag und mit sehr verschiedenen Autorinnen und Autoren, unter anderem Alexander Solzhenitsyn, Andrei Platonow, Boris Pasternak und dann der Schwerpunkt Warlam Schalamow, dessen Werke sie seit 2007 herausgeben, zusammen mit der Übersetzerin Gabriele Leupold bei Matthes und Seitz. Inzwischen sind es 8 Bände. Ist das eigentlich abgeschlossen?
Nein, es wird der 9. Band vorbereitet, Essays und zum Teil auch ein bisschen Erinnerungen, unter anderem an Boris Pasternak. Damit ist aber dann diese Werkausgabe, die ich betreue, abgeschlossen. Also keine Lyrik? Ja, die Lyrik ist eine extra große Aufgabe und das ist etwas, wo ich nicht die Auswahl mache, sondern dann der oder die Übersetzerin oder Übersetzerinnen. Insofern gebe ich das ab. Das gehört jetzt nicht zu dem von mir betreuten Teil. Ja, da wäre so meine erste Frage. Sie haben sich jetzt 50 Jahre wissenschaftlich mit russischer und sowjetischer Literatur beschäftigt. Wie ist der Weg zu Walam Schalamow gegangen? Was waren das für Pfade, Umwege, vielleicht auch gerade Strecken? Es waren sicherlich auch Umwege. Dennoch würde ich sagen, ist das für mich ein in sich in gewisser Weise logischer Weg. Wobei, Sie haben nun ein bisschen die Familienbiografie angesprochen. Ich kann nicht umhin an der Stelle sagen, dass natürlich der Einschnitt 1989, 91 die Jahre eine ganz, ganz große Rolle spielte. Und die Frage der Auseinandersetzung mit eigenen, auch romantisierten Verblendungen auf die sowjetische Geschichte spielte eine ganz große Rolle. Ich habe dort fast 15 Jahre gelebt in Moskau. Und insofern habe ich sehr früh angefangen, mich mit autobiografischen Texten zu befassen, sie zu lesen während der Perestroika. Daraus ist eine wissenschaftliche Arbeit geworden. Und der erste Band, der sich dann damit befasst hat, das dauerte lange, bis der erschien oder auch ich eine Form gefunden hatte, das waren gebrochene Linien, autobiografisches Schreiben und Lagerzivilisation. In der Einleitung und im Epilog spielt Schalamow eine Rolle, aber mir war klar, dass wenn ich bestimmte Wege in meiner eigenen Auseinandersetzung und in der Beschäftigung mit literarischen Texten, die sich dieser Problematik, dieser Zerrissenheit der sowjetischen und russischen, nicht nur russischen Geschichte, damit auch der Literatur im 20. Jahrhundert, wenn ich dem wirklich auf den Grund gehen will, dann steht Schalamow vor mir als Aufgabe. Und ich war dann herausgefordert durch Andreas Rötzer, den Verlagsleiter von Matthes und Seitz, der 2005 mich fragte, ob ich bereit wäre, die Erzählungen aus Kalemat, die deutsche Edition, zu betreuen und zu kommentieren. Und da war dann die Bitte, wenn, dann aber bitte eine Werkausgabe, weil es mehr ist als nur die Erzählungen aus Kalemat, weil dieser Autor das nicht nur verdient, sondern weil es auch wichtig ist. Davon war ich von Anfang an überzeugt, dass der deutschsprachige Leser oder die deutschsprachigen Leserinnen möglichst umfassend seine Texte lesen können und in gewisser Weise sich dann damit auch auseinandersetzen mit dieser Unerschrockenheit. Aber darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Mhm. Wann haben Sie das erste Mal von ihm gehört oder haben Texte von ihm gelesen? Schon in Ihrem Studium wahrscheinlich nicht, obwohl Sie ihm da hätten begegnen können in Moskau. Nein, während des Studiums nicht. Ich hatte keine Kontakte zu Samizdat oder Dissidentenkreisen. Vielleicht hätte ich sie knüpfen können. Sondern erst in der Perestroika-Zeit. Also es gab zwar einige Abschriften anderer Autoren, die da schon durchaus später kursierten, auch unter Mitstudenten. Ich habe erst in der genauen Jahreszahl, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle glaube ich nicht vor 87 erste publizierte Erzählungen von Schalamow gelesen. Nun ist es ja so, dass wenn man als Wissenschaftlerin, Historiker, Historikerin, Literaturwissenschaftlerin eine Biografie schreibt, war es ja bis vor kurzem noch so, dass dann eher in der Fachwelt die Nase gerümpft wurde. Wie war das bei Ihnen? Ja, ich kann mich auch an Diskussionen im Zentrum für Literatur- und Kulturforschung erinnern, als sozusagen die erste Biografie-Idee entstand, die durchaus nicht von allen weil man darunter so ein chronologisches, klassisches, herkömmliches Erzählen noch sozusagen irgendwie im Kopf hatte. Und selbst Sigrid Weigel, die damals die Rhetorin des ZFL war, ist ja eine erklärte Kritikerin dieses Nacherzählens des Lebenswegs und der weniger oder sagen wir mal, des Zurückdrängens dann einer Auseinandersetzung mit dem Eigentlichen in den literarischen Texten.
Das hatte sich aber sukzessive dann auch geändert, sodass im ZFL mehrere Biografieprojekte entstanden, auch das von Christina Pareiges zu Susan Taubes. Und wir hatten einen sehr kreativen und produktiven Dialog und einen Gesprächshorizont, der sozusagen über den slawistischen Kontext hinausging. Und eigentlich auch die Suche nach einer Form des Erzählens über ein Leben, das eben nicht ungebrochen ist, sehr befördert hat. Weil das war bei Christina Pareiges so mit Susan Taubes und das war sozusagen und eben auch bei Schalamow der Fall. Und ich habe diesen Kontext der Gespräche und des bohrenden Nachfragens eigentlich auch als sehr produktiv empfunden, als eine große Herausforderung, aber auch sehr produktiv. Das ist interessant, ja. Ich hätte ja manchmal gerne so einen Tisch gehabt mit allen Biografen, die sich untereinander austauschen, weil das ist ja natürlich eine sehr interessante Frage, kommen wir nachher noch drauf. Aber wie haben Sie das gemacht? Haben Sie sich gegenseitig Manuskriptseiten gezeigt oder haben Sie über die Form erstmal nur so als Theorie gesprochen? Nein, wir haben untereinander gelesen. Wir haben ja Diskussionszusammenhänge, Projektgruppen beziehungsweise über einzelne Projektgruppen hinausgehende Diskussionsforen, wo sozusagen einschließlich von den Forschungsanträgen sozusagen bis zu Kapitelentwürfen diskutiert wird. Also nicht allgemein theoretisch, wie könnte man oder sollte man nicht, sondern schon ganz konkret an den Texten. Und es ist natürlich so, ich habe das ja auch gemacht, Sie sagten das eben, also man möchte alle an einen Tisch kriegen. Ganz am Anfang habe ich auch Biografien gekauft oder mir aus den Bibliotheken geholt und erstmal die Einleitung gelesen, so nach dem Motto, was machen die denn alle? Oder wie steigt man da ein? Bis ich dann begriffen habe, leg's weg, geh von deinen Texten aus und sozusagen suche nach einer Möglichkeit. Ja, aber ich weiß nicht, aufs Spezifische kommen wir vielleicht noch. In Schalamows Fall gibt es eben so gut wie keine Dokumente aus der Zeit vor der zweiten Lagerhaft. Es ist nichts da, außer seinen Erinnerungen. Kommen wir noch drauf. Aber vielleicht hören wir mal das erste Kapitel. Ja, dann, ich weiß nicht, ob das so gut zu lesen ist oder ob ich es näher ranschieben muss. Gerne ein bisschen näher ran. Das ist jetzt mit den Brillen nicht ganz so einfach. Ich habe mir vorgenommen, ich lese am Anfang den Einstieg aus der Einleitung und dann aus dem zweiten Kapitel noch einige Seiten. Ich glaubte immer, schrieb Walaam Schalamow in einer undatierten handschriftlichen Notiz, ich sei aus eben jenem Material, aus dem Helden gemacht sind. Und ich glaubte auch, ich sei genau jener russische Schriftsteller, der an Shakespeares Stelle der Welt die Welt erklärt. Schalamow hegte keine Zweifel daran, ein eigenständiges Wort in der Literatur gesprochen zu haben. Anspruch und Ansporn klingen in seinen Worten an, obgleich er einschränkt, das seien alles natürlich Illusionen. An Selbstbewusstsein mangelte es ihm nicht. Die ersehnte Anerkennung blieb ihm jedoch zeitlebens versagt. Das sollte sich auch in der internationalen Wahrnehmung erst Jahre nach seinem Tod ändern. Sein Hauptwerk, die aus 6 Zyklen bestehenden Erzählungen aus Kolyma über die Vorgänge in den Zwangsarbeitslagern des Gulag am Kältepol der Erde, erschien in der Sowjetunion erst posthum in den Jahren der Perestroika. Von den mehr als 1000 Gedichten wurden zu seinen Lebzeiten nur ein kleiner Teil gedruckt, oftmals von der Zensur verstümmelt. Der öffentlichen Kommunikation beraubt, blieb Schalamow nur das Selbstgespräch. Seine Selbstaussagen oszillieren daher oft zwischen Geltungsanspruch, Autosuggestion und Rechtfertigung der eigenen Haltung. Dabei konnte er, wie in der eingangs zitierten und vermutlich aus den 70er Jahren stammenden Notiz, durchaus pathetisch werden. Von frühester Kindheit und bis in die reifen Jahre gibt es für mich 2 Bereiche, 2 Wege, auf denen ich mit dem Schicksal kämpfe, die Kunst und das Leben, das Leben und die Kunst. Verdrängt aus dem Leben ziehe ich mich zurück in die Reserve-Schützengräben der Dichtung, der Schriftstellerei. Verdrängt aus der Kunst, auf den Parnass hat mich niemand gerufen und auch nicht geschleppt, habe ich den Weg dorthin selber ertastet, bin gestolpert, gefallen, habe die gestürzte Fahne der Verse verborgen und erneut das Banner des Lebens hervorgeholt.
In den heftigsten Wendungen meines Schicksals entschied ich immer zugunsten des Lebens, schon mit 14 nach meinen Schlachten mit Gott und mit 21, als ich zur Zwangsarbeit ging. Meine Entscheidungen waren immer frei, oder es schien mir so. Balaam Schalamow lebte in einer Zeit russischer Geschichte, in der sich kaum jemand der bedrohlichen Macht der Politik zu entziehen vermochte. In seinem Leben gab es wenig Beständiges. Zukunftspläne wurden früh zunichte gemacht, Hoffnungen scheiterten, familiäre Bindungen und Freundschaften zerbrachen. Umstürze und Katastrophen, Krieg, Revolution, Hunger, Terror und Gewalt hinterließen tiefe Risse in der russischen Gesellschaft. Das private und gesellschaftliche Umfeld, in dem er sich zu verorten suchte, zerfiel. Jeder Neubeginn im Privaten wie im Literarischen geschah im Zeichen des Verlusts. Von Kindheit an musste er mit drastischen Veränderungen fertig werden, die seine Neigung zum Maximalismus, zur Rigorosität im Denken wie im Handeln beförderten. Die Zerrissenheit der Zeit erlebte er derart intensiv, dass er den Bruch zu einer Leitmetapher machte. Die tiefen Risse in der russischen Gesellschaft verortete er bereits in den Jahren vor 1917. Mehrfach konstatiert er die Unvereinbarkeit eines Lebens in der Literatur und einer aktiven Teilhabe an den damaligen, wie er es nennt, gesellschaftlichen Schlachten, obwohl man diesen nicht entkommen konnte. Im Herbst 1924 brach der 17-Jährige als Sohn eines orthodoxen Priesters im nordrussischen Wologda, aufgewachsene Balaam Schalamow, aus der provinziellen Enge nach Moskau auf, um den Himmel zu stürmen. Moskau schien ihm alle Wege zu öffnen, um am revolutionären Aufbruch in eine neue Welt teilhaben zu können, sei es durch sein Dichterwort, sei es durch politisches Handeln. Auf die Euphorie folgte Ernüchterung. Sein Engagement in der linken studentischen Opposition endete im Februar 1929 mit der Verhaftung und Verurteilung wegen konterrevolutionärer Agitation und Propaganda. Nach seiner Rückkehr 3 Jahre später suchte er erneut im literarischen Leben Fuß zu fassen. Doch die Hoffnung auf eine Zukunft in der Literatur währte nicht lange. Auf die Verhaftung im Januar 1937 folgten wegen wieder konterrevolutionärer trotzkistischer Tätigkeit mehr als 14 Jahre Lagerhaft in der fernöstlichen sibirischen Kolyma-Region. Verlassen konnte er die Kolyma erst im November 1953. Weitere 3 Jahre sollte es dauern, bis er 1956 wieder nach Moskau ziehen durfte. Schalamow überlebte, gezeichnet von der Haft unter unmenschlichen Bedingungen. Der mühevoll errungene Wiedereintritt ins Leben war auch ein Schritt hin zum Schreiben. Leben, das hieß für ihn Schreiben. Der Widerschein der Hölle, so seine Formulierung, liegt auf allem, was er fortan schreiben sollte. Auf den Erzählungen aus Kolyma, wie auf den anderen Prosatexten, den Gedichten, den Essays und Briefen. Bis zu seinem Tod am 17. Januar 1982 blieb er unter permanenter Beobachtung des KGB. Es war ein Leben zwischen 2 Polen, in den Fängen des Staates und im Banne der Dichtkunst. Ich mache jetzt einen Sprung und gehe in das 2. Kapitel, das heißt auf der Suche nach Anschluss, und zwar in dem Abschnitt Sehnsuchtsort Moskau geht es um ja auch Schalamows autobiografische Texte, seine Erinnerungen an Moskau der zweiten Hälfte der 20er Jahre, auch als Quelle für eine Biografie. Wer Schalamows frühe Moskauer Jahre rekonstruieren will, stößt an Grenzen. Lücken tun sich auf, die Chronologie verschwimmt. Schriftliche Zeugnisse aus dieser Zeit fehlen ebenso wie Erinnerungen an ihn. Viele seiner damaligen Freunde fielen dem Terror zum Opfer, kamen im Zweiten Weltkrieg um oder haben sich nie geäußert. Im Archiv der Moskauer Universität, MGU, liegt Schalamows Akte mit einigen Dokumenten, darunter den 1926 von Hand ausgefüllten Fragebögen seines Antrags auf Gewährung eines Studienplatzes. Aus ihnen lassen sich einige biografische Details präzisieren, vieles ist nichts mehr zu ermitteln. Schalamows literarische Versuche aus dieser Zeit sind nicht überliefert. So bleiben nur seine Jahrzehnte später entstandenen autobiografischen Texte und Aufzeichnungen, vor allem die 20er Jahre, mein Leben, meine verschiedenen Leben,
Das Moskau der 20er und 30er Jahre, Vischera Antiroman und das vierte Wologda. Als Quelle für eine Rekonstruktion lebensgeschichtlicher Fakten und Zusammenhänge erfordern sie eine kritische Lektüre. Da sie meist unvollendet geblieben sind, lassen sich nur bedingt Aussagen zu ihrer Genese und Erzählstrategie treffen. Einiges erfährt man nur aus handschriftlichen Entwürfen und Notizen, anderes wird mehrfach erzählt. Der jeweilige Schreibanlass prägte den Spagat zwischen Sprechen und Schweigen, Benennen und Verbergen. Nicht alles fügt sich zusammen. Bisweilen gerät das Selbstbild vielleicht zu einem Wunschbild. Die 20er Jahre schrieb Schalamow nach eigener Aussage 62 binnen weniger Tage in der Hoffnung auf eine baldige Publikation. Später wird er auf ein Gespräch mit der Literaturkritikin Ludmila Skorino verweisen, die er seit den 30er Jahren kannte und die nun in der Redaktion der Literaturzeitschrift Znamia das Banner arbeitete. Sie habe ihn aufgefordert, seine Erinnerungen an das Moskau der 20er Jahre aufzuschreiben, habe er doch viel gesehen. Ich zitiere, ich sagte, die 20er Jahre wären das Embryo der neuen Gesellschaft gewesen, jene Jahre, da in embryonaler Form alle künftigen Verbrechen und Wohltaten erfunden worden seien, das kann ich schreiben. In diesem Sinne brauchen wir es nicht. Dann werde ich es im rein literarischen Sinne geben. So habe ich die 20er Jahre fast auf Bestellung des Banners geschrieben. Kultureller Kontext für diesen informellen Schreibauftrag war die von vielen als bahnbrechend wahrgenommene Publikation von Ilja Ehrenburgs Erinnerungen Menschen, Jahre, Leben ab 1960 in der Literaturzeitschrift Novy Mir, Neue Welt. Aus heutiger Perspektive entsteht bisweilen der Eindruck, als habe Schalamow sich beim Schreiben der kulturpolitischen Situation der Tauwetterjahre gebeugt und dennoch nach einer plausiblen Begründung für die eigene Position gesucht. Der Text gleicht in Teilen einem Konspekt, drängte es ihn, alle Personen, Ereignisse und Orte aufzuzählen, von denen er die Lebendigkeit der 20er Jahre, mit denen er die Lebendigkeit der 20er Jahre verband. Womöglich begann er erst im Schreiben zu erfassen, wie viel Sprengkraft schon die Nennung der Namen von Verfemten bzw. während des Terrors umgekommenen Dichtern, Schriftstellern, Künstlern oder Kulturfunktionären in sich barg. Der handschriftliche Entwurf in einem Schulheft belegt, dass er mit Kalkül schrieb. Die erste, Anfang betitelte Seite setzt ein mit Gedanken über literarische Autobiografien. Die Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses und die Schwierigkeit der Auswahl und mündet in ein kurzes Statement über das Ausgeblendete. Ich könnte die Seiten über die 20er Jahre auch mit anderen Erinnerungen füllen, mit sehr viel wichtigeren. Denn in den 20er Jahren starb Lenin. Auch mit weniger wichtigeren, beispielsweise dem Prozess gegen den Patriarchen Tichon, für den sich ganz Moskau interessierte. Der Beginn der Kollektivierung und der ihr vorausgehende innerparteiliche Kampf bildeten das Hauptgewebe der Zeit. Ich könnte die farbenprächtigen Bilder der NÖP sehr viel größer zeigen, die Herstellung des ersten Wodkas, die eingeschlagenen Schaufenster der Läden auf der Tverskaja. Ich habe das ausgewählt, was das literarische Leben betrifft, womit ich selbst in Berührung kam, was bei der Formung meiner Seele eine Rolle spielte und mich lehrte zu schreiben. Im Typoskript vom November 62 fehlen diese Sätze, möglicherweise, weil Schalamow in ihnen sein Auswahlprinzip aufdeckt und politische Ereignisse benennt, die eine Publikation gefährden könnten. Inwieweit aber ließen sich die Zeitumstände aus der Rückschau auf das eigene Erleben der Moskauer Literaturszene ausklammern? Auffallend in die 20er Jahre sind die Lücken. Zeitdiagnostische Überlegungen, Gedanken zum Schicksal der Revolution fehlen hier weitgehend. Privates ist nahezu vollständig ausgeblendet. Schalamow gibt von sich nur preis, was in den Kanon der frühen 60er Jahre passt. Anspielungen auf das eigene politische Engagement in der linken Opposition sucht man vergebens. Manche Ereignisse werden derart kursorisch erwähnt, dass Zweifel berechtigt sind, ob Schalamow an ihnen wirklich selbst teilnahm bzw. sie damals schon in der Weise wahrnehmen konnte, wie er das nachträglich für sich reklamiert. Auch der Erzähler wechselt. Mal handelt es sich um einen neutralen Berichterstatter,
mal um ein emotional beteiligtes Ich bzw. ein ebenso emotionales, aber schwer zu fassendes Wir. Schalamow selbst befriedigte seine Darstellung des literarischen Lebens in diesem Text später wohl nicht. Überliefert sind ausführlichere handschriftliche Aufzeichnungen zum literarischen Leben unter den Bedingungen der Stalinzeit, zu poetischen Verfahren in Prosa und Lyrik, zu einzelnen Schriftstellern, Dichtern, Kritikern sowie den Spannungslinien zwischen ihnen. Anfang der 70er Jahre nahm er die Arbeit an seinen im engeren Sinne autobiografischen Notizen offenbar wieder auf, ohne sie jedoch abzuschließen. Die posthum unter dem Titel »Das Moskau der 20er und 30er Jahre« publizierten Kurztexte sind sprachlich stärker durchgeformt, essayistischer. Da diese Essays ohne Seitenblick auf eine schnelle Publikation verfasst sind, fehlt in ihnen eine erkennbare Rücksicht auf die Zensur. Autobiografisches und politisches sind zusammengespannt. Selbstbewusst lässt das erinnernde Ich die Träume seiner Jugendzeit noch einmal aufleben, überhöht und verdichtet sie aus der Perspektive späterer Erfahrungen zu vielschichtigen Erinnerungsbildern. Aus allen Texten spricht Schalamows Begehren, Teil dieser Zeit zu sein. Die versunkene, allein im Wort wiedererweckte Moskauer Welt schien ihr erneut in ihren Bann zu ziehen. In der realen wie in der symbolischen Topographie seines Lebens weist Schalamow Moskau einen herausgehobenen Platz zu. Auf der ersten Seite einiger der handschriftlichen Entwürfe seiner Erinnerungen fällt das mit rotem Buntstift geschriebene Kürzel MM auf, das sich vielleicht als »Mein Moskau, Maja Moskwa« entziffern ließe. Mehrfach nennt er die Stadt seine Heimatstadt. Moskau war jener Ort, der ihn seit frühester Jugend anzog und an dem er seinen Platz im Leben zu finden hoffte. Es war aber auch politisches Machtzentrum, jener Ort, von dem aus man ihn 29 und 37 in die Zwangsarbeitslager des Gulag deportierte, an den er dennoch 32 und 56 zurückkehrte. Im selben Jahr 1962 entstand außer die 20er Jahre auch ein Gedicht über die Wiederbegegnung eines lyrischen Ich mit Moskau. Der Bogen spannt sich vom Ich, welches bei der Ankunft auf dem Bahnhof nach einer nicht näher markierten Trennung seine Arme nach Moskau ausstreckt, über den auf dem Bahnhofsplatz zum musikalischen, zum gleichsam einen Ton verschmelzenden Stadtlärm und die Wiedererkennung seiner Stadt bis zur abschließenden Feststellung, die Stadt sei, Zitat, auf Geheiß der Epoche mit meinem Schicksal verflochten. Schalamow legt Wert auf den selbstbestimmten Charakter all seiner Entscheidungen. In den beiden Schlussversen kehrt er die Perspektive um. Die Epoche gebietet hier über das Leben des lyrischen Ich, das Schicksal gewinnt die Oberhand. Welcher Spielraum aber bleibt einem Menschen bei der Gestaltung seines Lebens, wenn er die Epoche als unumstößliche Ordnung empfindet, der er einem Fatum gleich unterworfen ist? Vielleicht bis hierhin. Ja, vielen Dank. Sie haben das schon angesprochen, dass es mir sehr schwierig war, die Zeit, also quasi auch die Kindheit und Jugend von Schalamow zu rekonstruieren. Wie sind Sie, ja, also in meisten Biografien geht es ja dann um so eine Archäologie der tieferen Schichten, aber hier ist es ja schon eine Archäologie der obersten Schicht, weil man eigentlich so wenig wusste über ihn, oder? Also zum Beispiel, dass der Vater mit den älteren Geschwistern auch schon in Alaska gewesen ist, ist ja auch so eine Geschichte, die, wie haben Sie die, sind Sie da nach Alaska gefahren oder mal geguckt, wo die gewohnt haben? Nein, leider nicht. Ich bin da also nicht seinen Spuren oder der Geschichte der Familie überall hingefolgt. Natürlich gibt es Recherchen von russischen Kollegen, biografische. Also die Vorarbeiten sind da. Es ist nicht, dass ich also vom Nullpunkt her hätte jetzt anfangen müssen oder angefangen hätte. Es gibt eine russische Biografie. Es gab seit vielen Jahren immer wieder Konferenzen,
Kongressen, wo es auch biografische Materialien und Publikationen vorgestellt wurden. Es gibt eine Forscherin, die zu Schalamow arbeitet, die ist auf Alaska also auf den Aleuten genauer gesagt gewesen, wo der Vater von Schalamow Ende des 19. Jahrhunderts orthodoxer Priester, Missionar war und dort also offensichtlich auch eine große Anerkennung seinerzeit hatte. Er ist vor Schalamows Geburt zurückgekommen, das waren also die älteren Kinder in der Tat mit dort, und die hat dort auch ein Foto gefunden in einem Kirchenarchiv, wo sie vermutet, dass die älteren Geschwister mit drauf sind. Es ist im Prinzip wirklich so, das war eine Grundfrage, der ich mich stellen musste, eine Herausforderung. Ich habe also diesen autobiografischen Bericht, das vierte Vologda, als Quelle von Schalamow. Für mich war erstens mal überhaupt wichtig, dem deutschsprachigen Leserpublikum zu vermitteln, wo bitte liegt Vologda, was hat Vologda für eine Geschichte, was ist das überhaupt eigentlich für eine Stadt, wo er herkommt, für ein Umfeld, in dem er aufgewachsen ist. Und da hatte ich natürlich dann doch eigene, auch historische Recherchen, die enorm spannend waren und auch Überraschendes zutage gefördert haben. Auf der anderen Seite, was ich vermeiden wollte, war eine Psychologisierung, also sowas, ja, bei aller Faszination, die teilweise Schalamow offenbar auch für Stefan Zweig hat, aber sozusagen diesen Spuren des Konfliktes Vater-Sohn irgendwie sozusagen jetzt selbst noch folgen zu wollen, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Mich hat interessiert, wie, oder sagen wir, das war auch die einzige Spur, die ich gehen konnte. Insofern hängt deshalb auch der Titel der Biografie, das Leben schreiben. Schalamow hat seine Biografie oder sein autobiografische Texte geschrieben. Ich kann nicht anders als sozusagen seinen Texten folgen, muss aber versuchen, immer den Blick drauf zu haben, was hat er ausgelassen, wie hat er das gemacht, welche sozusagen literarischen Mythologisierungen, ja, oder Mythisierungen zapft er selbst an, vielleicht auch gegen seinen eigenen Willen. Denn er schreibt ja seinen Vishara in einem in einer Tradition, wie er sie für die Erzählung aus Kolyma und eigentlich überhaupt für das Schreiben nach Kolyma, Auschwitz und Hiroshima, das nennt er immer alles drei, wie er das ja ablehnt. Poetologisch lehnt er das ab, aber hier macht er das. Und das sozusagen dieser Zwiespalt, das zu benennen, also quasi insofern auch immer poetologische Fragen mit dem Blick zu haben, Verfahren mit dem Blick zu haben, das fand ich eigentlich enorm spannend. Ja, ist ja auch für eine Literaturwissenschaftlerin interessant, aber gleichzeitig eben auch so eine Gefahr, dass man irgendwas, eine Leerstelle auch überdeckt. Ne? Es gibt ja diese wunderbare Biografie von Fritz Mirau über Franz Jung, wo er quasi alle Sachen, die Franz Jung in seiner eigenen Autobiografie weggelassen hat, in seiner Biografie beschreibt über ihn und man beide quasi zusammenlesen kann. Und dann hat man ein ganzes Leben. Ne? Und die Frage ist ja hier auch, was ist Autofiktion? Also bei Angela Steidle gibt es auch, die hat ja so 7 Thesen zur Biografie geschrieben und wo sie sagt, es gibt überhaupt gar keine wissenschaftliche Biografie, es ist immer Fiktion dabei. Ja? Genau, und das ist sozusagen eigentlich der Punkt, quasi, ich weiß nicht, in irgendeiner Rezension hat jemand mal auf die Schalamow-Biografie nicht falsch geschrieben, ich schreibe ja gar keine Biografie, sondern ich beschreibe ja, wie er sein Leben beschreibt. Und im Grunde genommen ist das sozusagen natürlich drin. Das heißt, um eben nicht eigenen Fiktionalisierungen zu verfallen, beziehungsweise es steckt ein bisschen vielleicht auch ein polemischer Unterton gegen bestimmte Erscheinungen. Naja, ich nenne es mal ganz unterschiedliche. Schalamow als Märtyrer, Schalamow als Kultfigur, Schalamow als russisch-sowjetischer Patriot, und das sind alles Dinge, die Fäden, die also auch bei den Schalamow-Konferenzen immer wieder eine Rolle spielten. Also gegen solche Versuche auch anzuschreiben. Ich kann nicht den Anspruch erheben, sozusagen eine faktengetreue Biografie seines Lebens, eine Lebensgeschichte zu schreiben. Das geht nicht, weil die Archivmaterialien alle vernichtet worden sind. Es gab 3 große Vernichtungsaktionen, also sein Privatarchiv, 3 Vernichtungsaktionen. Nach der Verhaftung 1929 hat die ältere Schwester vernichtet, was in Moskau lag. Also alles Briefe von Avantgarde-Schriftstellern, von Asejew, von Tretjakow an Schalamow, ist alles vernichtet worden. Aus 29. Angst wahrscheinlich, ja. Aus Angst. Die zweite Vernichtung aus Angst war von der Ehefrau von der ersten, 1937 nach der zweiten Verhaftung.
die dritte Vernichtung während des Krieges. Da sind dann das ganze Familienarchiv der Eltern verbrannt worden und ein kleiner Teil auch noch auf einer Datsche. Das heißt, was überhaupt bei allem, was danach sich noch an Tragik in Schalamows Leben abspielte, dass er durch seine körperlichen und mentalen Gebrechen nicht mehr in der Lage war, die Hoheit über seinen Körper, sein Leben und sein Archiv, seine Materialien zu haben. Und natürlich auch der KGB mitspielte, auch in der Wohnung einbrach und also Materialien, also auch Archivmaterialien gestohlen worden sind. Das ist ein Riesenproblem für jemanden, der versucht, eine Biografie zu schreiben. Insofern ist das vielleicht auch dann wirklich eine Frage, ist es jetzt eine Biografie in dem Sinne, dass man sich auf alle Fakten stützen kann? Nein, ich versuche eher eben auch nicht nachzuerzählen, sondern sozusagen diese kritische Lektüre, die nachfragende Lektüre, der Versuch, da wo solche Mythisierungen aufzudecken sind, das auch sichtbar zu machen. Also nur ein kleines Beispiel. Mir scheint, dass wenn Schalamow über, also wenn man seine Texte nimmt und die Frage stellt, warum erfahren wir so gut wie nichts über sein Privatleben und wir erfahren so gut wie nichts über die Art, wie er in der linken Opposition ist. Das ist nicht nur Selbstzensur und Angst, sondern er folgt auch bestimmten Prinzipien des literarischen Mythos vom Untergrundmenschen, der im revolutionären Untergrund tätig ist. Ein Beruf, auf den er sich auch mit vorbereitete. Na, es ist ja eigentlich auch so ein Anschreiben gegen die Auslöschung. Also sowohl das, was Schalamow selbst gemacht hat. Also quasi Gulag hieß ja körperliche Auslöschung, aber es hieß auch Auslöschung aller Quellen oder des Lebens, des geistigen Lebens ja auch. Das auf jeden Fall. Das ist sozusagen der Grundtenor eigentlich. Diese Strategie, diese Politik der sozusagen Vernichtung seines Lebens und seines Schreibens, das artikuliert er ja auch ganz deutlich. Also, dass dieser Staat ihn vernichten wollte und dagegen ständig anzuschreiben mit Gedichten, mit Prosa, mit Erinnerungen, das ist sozusagen der Grundtenor, der ihn am Leben gehalten hat. Was ich aber vorher meinte, ist, dass sozusagen da drin auch noch eine Rolle spielt, gerade in den Texten über diese frühe Zeit, dass sozusagen eine ganz bestimmte Sicht auf Biografien von Revolutionären, ja, auf denen er sich ja auch vorbereitet hat, nicht? Also die Einzelhaft als den idealen Zustand des Menschen, das sind natürlich Formulierungen, die haben eine literarische Präfigurierung. Da kommt das sozusagen aus dem späten 19. Jahrhundert her. Und da hat man kein Privatleben. Also das ist sozusagen so eine doppelte Geschichte, die da drin steckt. Ja, ihn haben ja die Biografien auch immer interessiert, ja, von diesen Sozialrevolutionären. Er hat ja auch sehr über sein ganzes Leben hinweg immer wieder auch darüber gearbeitet. Ja. Also vor allen Dingen spielt da eine Rolle die Tradition von Wologda als einer solchen verbannten Stadt und der Vater, der eben Kontakt zu diesen Kreisen pflegte und diesen Kult dieser Wologda als Stadt, wo eine besonders demokratische Aura herrscht durch diese Verbannten, die so seit Jahrhunderten durch diese Stadt kamen oder in diese Region. Das war für ihn auch ein zentraler Punkt, an den er immer wieder angeknüpft hat. Sie haben ja seit 2005 intensiv an dieser Herausgabe auch der Werke gearbeitet. In welchen Archiven waren Sie? Und hatte das, also war das schon, sind Sie 2005 schon der Biografie nachgegangen oder waren das eher so literarische Recherchen? Und wie sind Sie mit den Quellen umgegangen? Ist ja auch immer die Frage, was macht man mit so NKWD-Quellen? Ja? Also da ist ja immer eher so die Frage, benutzt man die oder wie benutzt man sie? Wo waren Sie? Ja, wo haben Sie gelesen? Das ist eine ganz komplexe Frage, die auch eigentlich eine lange Beantwortung notwendig macht. Also ich fange mal damit an, weil Sie die NKWD-Quellen angesprochen haben. Das hatte ich, eine Grundentscheidung von Anfang an war, dass ich eben aufgrund der Problematik, die ich angesprochen habe mit den Quellen
und auch vor allen Dingen mit der Brüchigkeit von Schalamows Leben, also mit diesem einmal 1929 verhaftet, 3 Jahre im Lager, das hieß damals noch Konzentrationslager, einige Jahre in Moskau als Journalist tätig, Familiengründung und 37 wieder verhaftet, gleich im Januar. Und dann also 14 Jahre Kolyma, 3 Jahre noch in Jakutien als Arzthelfer, also zwischen 37 und 53 Kolyma, Kältepol der Erde unter inhumansten Bedingungen. Das sozusagen widerstrebt, in eine Kontinuität zu bringen, ohne diese Brüche auch wirklich ernst zu nehmen. Also das war für mich ein Anliegen, weshalb ich eben nicht die Lagerjahre sozusagen als nacherzählt habe, seine Texte, was er da zu den Lageraufenthalten schreibt und das in die Chronologie eingefügt habe, sondern habe eben diese Unterbrechungen in der Biografie markiert, indem es drei Einschübe gibt, die entsprechend der Verhaftungsjahre 1929, 37 und 43 sich dann nur beziehen auf die mittlerweile publizierten, ich war also nicht im Archiv, publizierten Untersuchungsakten Schalamows 29, 37 und 43 und habe dann in die beiden kleinen Abschnitte, die auch in einer anderen Schrift gedruckt worden sind, auch noch kurze Passagen eingefügt zu den Regionen, damit man überhaupt auch mal weiß, was heißt das eigentlich geografisch, wo spielt sich das eigentlich ab. Und natürlich ist das sozusagen, sind diese Texte sind eben Quellen, die demonstrieren, wie am Beispiel Schalamow sozusagen ein Straftatbestand in Anführungszeichen fabriziert wird. Also man kann nachvollziehen, soweit sozusagen das möglich ist, bei aller sozusagen gebotenen Vorsicht, was hat er unterschrieben an Protokoll des Verhörs zu einer Zeit, wo er wurde noch nicht gefoltert. Also übrigens, also 37, die Foltern setzten später ein. Aber wie wurde das sozusagen, was überhaupt wurde gewollt, was nicht, wonach wurde gefragt? Also das ist schon sozusagen einfach ein Material, das ich gegengesetzt habe, jetzt hier ganz bewusst. Und es ist auch paradox, dass man nur aus einem dieser Protokolle eigentlich weiß, die Namen einiger Studenten, mit denen er gemeinsam in der linken studentischen Opposition war. Er spricht sonst nie, wo über sie nennt, ihre Namen nie. Da tauchen sie mal auf. Und aufgrund dieser Quelle haben dann auch sozusagen in Russland vor Jahren Historiker angefangen zu recherchieren. Das heißt, Sie waren gar nicht im Archiv? Doch, natürlich. Ich war im Literarischen Archiv, also im Zentralen Archiv für Literatur und Kunst seit 2005, also regelmäßig jedes Jahr, soweit es möglich war, bis Corona. Die letzte Reise wurde durch Corona sozusagen leider verhindert. Und damit ist nun natürlich auch aufgrund des Überfalls Russlands auf die Ukraine leider also Schluss gewesen, sodass auch für den Essayband das nicht mehr möglich ist. Und ich habe durch einen Riesenzufall Zugang bekommen, völlig unerwartet, zu einem Teil des Archivs, der in Moskau in privater Hand liegt, das heißt, jetzt weiß ich es nicht, bei dem ehemaligen Dissidenten Sergei Grigorians, der vor ein paar Wochen gestorben ist, der Schalamow auch kannte. Dort, die innerrussischen Querelen um dieses Archiv sind jetzt sozusagen außen vor. Das Entscheidende war, dass ich plötzlich angesprochen wurde über Memorial, dass ich Zugang zu diesem Archiv bekomme und in dieser Umzugskiste wusste ich überhaupt nicht, was mich erwartet. Und sie ist also nicht sortiert, sie ist nicht archiviert. Es liegen Handschriften von ganz wichtigen Erzählungen aus Kolyma dort. Es liegen Notizen dort. Es liegen mittlerweile, haben sich dann die Recherchen etwas gedoubelt, es liegen Handschriften von Texten, zusätzlichen Kapiteln aus Vishoda Antiroman, der also in unserer Edition auch noch nicht drin sind, die publiziert worden sind, quasi fast parallel zu dem, dass ich sie dort gelesen habe, wo also Typoskripte dann zurückgegeben worden sind, also auch nach Jahren nach Schalamows Tod ins Archiv. Und das war eine zusätzliche Quelle. Und dieses Privatarchiv, aus dem habe ich hier dann ja auch mehrfach zitieren können,
Und das faszinierendste Fundstück war, hat mich sozusagen in meiner Spur der Suche eigentlich bestätigt. Ich hatte immer schon irgendwie die These, dass Schalamow häufig in Handschriften anfing mit sehr persönlichen Impulsen. Und dann hat er diesen Impuls, diese Episode oder diese Gedanken meistens gestrichen. Im Typoskript fehlten die. Und das hat sozusagen, war für mich immer sehr interessant, dass er dieses Autobiografische, gerade in den Erzählungen aus Kolyma, wo das ja grundiert ist, das, was in fast allen Erzählungen drin ist, ist ja autobiografisch grundiert, also von durch sein Durchlebtes in den Kolyma-Lagern, aber er transzendiert das. Und streicht es raus. Und es gibt sozusagen, ich habe diese Passage im Epilog aufgenommen, zu Beginn des Epilogs, und da gibt es also einen faszinierenden Text, wie er 1971 durch Moskau läuft und in einem Laden auf dem Neuen Arbat, dem großen Gastronom, einen Gegenstand erblickt und was das mit ihm macht und wie er dadurch sozusagen zum Schreiben der Erzählung der Handschuh findet. Und da geht biografisches Lagerwelt, sowjetische Realität, Klangfragen. Er kommt ja aus der Dichtung. Es geht ja immer um sozusagen das, die Verbindung von Klang und Bedeutung. Und das alles sozusagen findet auf eine ungewöhnliche Weise sehr dicht zueinander. Aber er streicht das alles raus und beginnt die Erzählung ganz anders. Aber dieser Arbeitsprozess, dieses sozusagen dieses kleine, sozusagen den kleinen Blick in die eigene Schreibwerkstatt, der ist faszinierend. Ich finde, es gibt auch sehr viele Parallelen zu Tretjakows Biografie des Dings. Ist ja eigentlich fast wie so ein, quasi wie so ein Beispieltext dafür, ne? Ja. Ich habe das, darüber gibt es auch Arbeiten wissenschaftlich. Den er ja eigentlich abgelehnt hat. Den hat er abgelehnt, aber hat diese Verfahren sozusagen sehr stark in den Erzählungen, vor allen Dingen in der Prosa, sich sozusagen quasi sie genutzt in seinen eigenen, für seine eigenen Ziele. Wie muss ich mir das vorstellen? Wurden Sie dann in eine Wohnung eingeladen, wo dann diese ominöse Karton oder Koffer auf dem Tisch stand und Sie dann irgendwie das abschreiben mussten? Und wie war es überhaupt mit der Handschrift? Er hat ja irgendwann geschrieben, dass er diese Hand auch ja wie zerstört war durch diese viele körperliche Arbeit und die Kälte, in der er gearbeitet hat. Also bei der Wohnung war das wirklich eine unglaubliche Überraschung. Es stellte sich heraus, was ich nicht wusste im Vorfeld, muss ich gestehen, habe ich gar nicht groß im Internet recherchiert. Sergej Gedigarjans war, muss man jetzt sagen, war auch ein Kunstsammler. Und seine Wohnung ist also gepflastert mit eine große Wohnung in einem, ich weiß nicht mehr, siebenstöckigen oder zehnstöckigen Ziegelbau in Moskau und ist also wirklich gepflastert mit Bildern aus allen möglichen, sogar Jahrhunderten, nicht nur russischer Avantgarde und anderen, also Kunstschätzen, die da offensichtlich auch sind. Und ist in der Tat so, ja, mein Mann war dabei, wir wurden da eingeladen und dann kam diese Umzugskiste, die schon am Auseinanderfallen war und jetzt dürfen sie sich da hinsetzen und gucken, was sie da drin finden. Und das haben wir dann, soweit es möglich war, mehrfach gemacht, sind also hingefahren. Aber natürlich, das ist nicht so, dass ich, also als jemand, der weiß, wie man mit sehr sozusagen vorsichtig mit solchen Manuskripten umgeht, also wenn es Schulhefte waren, konnte man die umblättern. Aber wenn das verrostete Büroklammern waren, ich wagte ja gar nicht, diese zerfallenen dann irgendwie alles abzumachen. Das ist eine Aufgabe für Fachleute, die das machen müssen. Also es ging auch nur punktuell. Und ich habe einiges sozusagen, beziehungsweise mein Mann durfte einiges fotografieren und auch zitieren. Das sind nie komplette Texte. Das ist dann sozusagen anderes Autorenrecht, aber Zitatrecht erlaubt das. Was natürlich schon großartig war, aber es ist nicht möglich gewesen, das sozusagen komplett dann ein Manuskript abzufotografieren und zu vergleichen mit dem Typoskript oder so. Dazu muss man eigentlich Jahre sitzen. Und weil Sie nach der Handschrift fragen, ich habe mich recht gut eingelesen, würde ich sagen, bis in die späten 60er Jahre, das geht.
Schwierig wird es dann ab der 70er Jahre, weil die Handschrift zum Teil wirklich sehr schwer zu entziffern ist. Und es gibt eben auch etwas, was im Laufe der Arbeit an der Werkausgabe sich gezeigt hat, dass auch die russische Werkausgabe, auf die wir uns beziehen, Fehler enthält. Wir haben also einiges, oder sozusagen es gibt kleine Abweichungen in manchen Texten, die ich also korrigiere, beziehungsweise das dann auch natürlich den russischen Herausgebern mitteile. Das ist also eigentlich ein normaler Austausch gewesen, was aber trotzdem manches schwierig ist. Und das ist eine Arbeit, wo eigentlich eine Gruppe von Philologen oder Textologen jahrelang dran sitzen muss. Also ich kann das nicht anders sagen. Es ist halt sehr, sehr problematisch, vor allen Dingen, was die letzten Sachen angeht. Also da muss ich manchmal dann eben auch aufgeben. Bevor Sie noch ein Stück lesen, noch eine Frage. Es ist ja jetzt wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise auch eine Zeitenwende durch diesen Überfall auf die Ukraine. Ist die Gefahr, dass das jetzt wieder verschwindet, wenn das in dem Privatarchiv war? Man weiß ja, das ist bei Memorial, ein Verbot von Memorial, wo man auch nicht weiß, wo die Sachen dann landen. Ist das wieder die Gefahr einer erneuten Auslöschung? Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Ich sehe, dass die Gefahr sehr groß ist. Aber ich würde nicht denken, dass es darum geht, Schalamow komplett sozusagen erstmal zu verbieten. Aber was mit dieser Umzugskiste passiert, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Wobei ich in den letzten Jahren schon in Moskau damit konfrontiert worden bin, dass die Schwierigkeit der Arbeit im Literaturarchiv, auch dort, nicht nur in anderen Archiven, auch dort sozusagen wurde es schwieriger zu arbeiten. Weil man die Akten nicht mehr bekam oder weil sie misstrauisch waren gegenüber Leuten, die aus dem Westen kamen? Oder? Naja, ich hatte natürlich Kontakte, also ich habe sie auch die großen alle eigentlich bekommen, aber es gab zusammen, also um das jetzt mal so allgemein zu sagen, es gab da wirklich auch eine Ablösung einer sehr verdienten Direktorin. Die wurde durch eine Managerin ersetzt, die nichts von Archivarbeit eigentlich wirklich versteht. Das haben die Mitarbeiter gemerkt. Und die Konsequenz war, dass man versucht hat, offensichtlich immer deutlicher, wurde mir zumindest signalisiert, die wissenschaftliche Archivarbeit zurückzudrängen. Was sich jetzt im Einzelnen abspielt, weiß ich nicht, weil es ja auch dann wirklich so ist, dass ich das abschließen musste. Also eigentlich haben Sie Glück gehabt. Eigentlich habe ich Glück gehabt, in mehrfacher Hinsicht. Trotzdem hätte ich gerne so für die letzten Kapitel einiges noch überprüft oder sozusagen nochmal nachgeguckt. Aber das im Großen und Ganzen kann ich jetzt nicht sagen, dass es ist einfach auch eine Aufgabe vor Ort. Also wenn man aus dem Ausland kommt, ist das nochmal eine andere. Und dann geht es ja auch immer um eine Übersetzung. Also ich sage mal, ohne Gabriele Leupold, die auch extra für das Buch einige Gedichte übersetzt hat, wäre vieles auch gar nicht machbar. Also das ist ja auch nochmal was anderes, wenn ich über einen deutschsprachigen Autor arbeite, hier und hier die Archive habe, oder wenn ich in Russland bin und über einen russischsprachigen Autor arbeite. Also da sind sozusagen mehrfache Sachen erschienen. Hören wir noch was? Also mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt vielleicht dann doch, weil wir doch sehr über Biografie schreiben, sprechend, würde ich vielleicht lesen über das, was Sie schon angesprochen haben, Schalamows sozusagen eins dieser Widersprüche oder Paradoxa, dass er biografisches Schreiben abgelehnt hat, ganz besonders so moralisierendes, gleichzeitig aber Personen idealisierte, die aus seiner Sicht Vorbildwirkung haben könnten und sich immer stärker auch biografischem Schreiben widmete. Das ist aus dem 8. Kapitel und aus dem Abschnitt Sehnsucht nach Biografie, Fragezeichen. Vergangenheit und Gegenwart waren für Schalamow nach der Kolyma nicht nur Kategorien der Zeit, sondern standen für zwei Welten,
die Lagerwelt und die sowjetische Alltagswelt nach 1953 bei bzw. in Moskau. In seiner Reaktion auf die Dinge des Lebens existierten beide Welten gleichsam nebeneinander. Die Kluft zwischen ihnen ließ sich nicht schließen. Dieses Empfinden umfasste nicht nur das Wissen um die Lagerzone als einer existenziellen Grenzsituation. Es beinhaltete ein Lebensgefühl, in dem sich Schalamow, nachdem er im Kolyma-Lager und danach als Fälscher in Jakutien die eisige Kälte des hohen Nordens erlebte, mit den Bewohnern des Nordens eins fühlte. Am 28. Juni 1955 sprach er in einem Brief an Lydia Brodskaya vom Gefühl einer großen Geradlinigkeit des dortigen Lebens und betonte, das Gesicht des Daseins sei dort vielleicht am offensten. Das Leben hält es dort für unnötig, sich zu genieren und braucht keine Illusionen. Obwohl Häftlinge manchmal eher zu Illusionen und zur Sentimentalität neigten, wolle das Leben nach der Rückkehr in die Welt der Illusionen nichts vergessen und halte die eigene Vergangenheit für echter als irgendeine Visite von Nero. Zitat: Das heißt, es ist das Gefühl der Beteiligtheit an etwas Echtem, Ausweglosem, das heißt am Leiden, und dazu einem solchen, bei dem das Grobe der Erscheinung zugleich auch das Feine daran ist. Denn der physische Schmerz ist hier nur eine Komponente des seelischen Schmerzes. Der nachgeschobene Gedanke wirft ein Licht auf den ihm wichtigen allegorischen Gehalt seiner Landschaftslyrik. Zitat: Die dortige Natur ist ein erstaunlich passender Rahmen für derartige Stimmungen. Dieses Lebensgefühl blieb Schalamows Maßstab, bestärkte ihn in der Ernsthaftigkeit und Entschiedenheit, mit der er das Leben bis in die kleinsten Dinge des Alltags hinein beurteilte. Seine Geradlinigkeit konnte sich bis ins Extreme steigern, seine Kompromisslosigkeit in Unduldsamkeit umschlagen. Den gleichen Maßstab legte er an Menschen an. Er suchte nach einem Menschen, der ohne Einschränkungen moralisches Vorbild sein könnte, nach einem lebenden Buddha, wie er sagte. Und er war enttäuscht, wenn der Auserkorene, etwa Boris Pasternak, seinem Maßstab nicht genügte. Menschen, die ihr Leben zielstrebig und kompromisslos in den Dienst einer Idee, des revolutionären Befreiungskampfes oder einer Sache, der Kunst stellten, faszinierten Schalamow seit seiner frühen Jugend. Ihn beschäftigte, was den Menschen im Leben standhaft werden und entschlossen handeln lässt. Dabei setzte er durchaus unterschiedliche Akzente. Ging es ihm um die Bereitschaft von Revolutionären zur Selbstaufopferung, hob er deren Anonymität hervor. Ging es ihm um das Vorbildhafte einer Lebensgeschichte, betonte er hingegen, Anonymität sei nicht notwendig. Verschiedentlich kommt er auf die Kindheit zu sprechen, in der die moralischen und charakterlichen Grundlagen gelegt würden, die den Menschen fürs Leben prägen. Ich überspringe einen Absatz. Ein Widerspruch bzw. eine eigenartige Spannung tut sich auf. Einerseits lehnte Schalamow autobiografische Erzählformen ab. Darstellungsformen wie der Roman, aber auch die Autobiografie unterlagen aus seiner Sicht Gattungsmerkmalen, die einer adäquaten Darstellung des Menschen nach dem Durchlebten, nach Kolyma und Auschwitz nicht gerecht würden. Umso mehr dürfte es überraschen, dass er im Widerspruch zum eigenen Postulat immer wieder Ideen für biografische Schreibvorhaben entwickelte, Material sammelte, teilweise mit deren Niederschrift begann und sie doch nicht beendete. In Schalamows Gedichten, der Prosa wie in den Selbstaussagen finden sich zahlreiche Hinweise auf Menschen, die sich ungeachtet möglicher Schicksalsschläge in ihrem Handeln von Standfestigkeit und Konsequenz leiten ließen. Romantisierende Gesten sind nicht selten. Seiner Überzeugung blieb Schalamow treu. Wirklich zu fesseln vermochte nur die Lebensgeschichte eines Menschen, der tatsächlich gelebt und für seine Ideale gestritten hat. In einem Notizheft von 1972 steht der Eintrag: Wie gut der Roman 100 Jahre Einsamkeit auch sei, er ist nichts, einfach nichts im Vergleich zur Biografie von Che Guevara, im Vergleich zu seinem letzten Brief. Erfundene Geschichten über erfundene Figuren, wie gut sie literarisch auch gemacht sind, unterlagen aus seiner Sicht in ihrer Wirkmacht dem lebendigen Leben. Ungefähr zur gleichen Zeit entstand das Gedicht Che Guevara,
in dem Schalamow an Fernsehbilder vom Besuch des Genossen Che in der Sowjetunion 1960 erinnert. Er stellt ihn als Boten von Sternenorten neben Juri Gagarin und preist ihn als Menschen, der aus eigenem Entschluss in den Tod ging. Die Bildsprache lässt den Schluss zu, dass Schalamow die 72 in der Sowjetunion in der Reihe Das Leben bemerkenswerter Menschen erschienene Biografie Che Guevaras kannte. In ihr wird sein Abschiedsbrief an die Eltern zitiert, in dem Che Guevara sich mit Don Quixote vergleicht. Er spüre wieder Rosinantes Rippen, heißt es in dem Brief. Schalamow greift den Vergleich auf und spricht vom, Zitat, Romantiker in unseren Tagen, der mit Leib und Seele bereit gewesen sei, ein Beispiel der Einheit von Tat und höchsten Worten zu geben. An Stellen wie diesen bricht der Romantiker in Schalamow durch. In seinem besonderen Interesse für Revolutionäre, die nicht nur Großes leisteten, sondern auch literarisches Talent besaßen, wie Larissa Reisner oder Boris Savinkov, erschien sich der eigene Kampf mit dem Schicksal in den beiden Bereichen, in der Kunst und im Leben, auf je eigene Weise zu spiegeln. Wie vereinbarten sich Kampfeinsatz und literarische Höchstleistungen? Schalamow beantwortet die Frage nicht. Wie stark muss seine Sehnsucht nach einem biografiewürdigen Leben gewesen sein, in dem er, wie die von ihm bewunderten Helden der Geschichte, den Himmelssturm hätte vollenden und seine Jugendträume hätte verwirklichen können? Ihn quälte das Bewusstsein, dass sein Leben, wie es in dem erwähnten Gedicht von 64 heißt, aus einzelnen Schnipseln und Splittern bestand, deren nachträgliche Verwandlung in ein lebensvolles Blatt, ein Blatt ohne Wunden voller Blut, nicht mehr gelingen konnte. Ein knappes Jahrzehnt später richtete sich sein Interesse auf Schreibvorhaben und Themen mit einem bilanzierenden Rückblick auf seine von Brüchen und Katastrophen zerrissene Zeit. Lydia Ginsburg, eine Schülerin der Formalisten und Überlebende der Leningrader Blockade, die sich mit autobiografischen Schreibverfahren befasste und selbst autobiografisch tätig war, brachte die Problematik von Biografie 1954 präzise auf den Punkt. In Anspielung auf die Schlussverse vom Leben als einem leeren und dummen Scherz aus Michail Lermontows Gedicht und Einsam und traurig von 1840 notierte sie, in der Gegenwart sei ein solches Gespräch, Zitat, höchst unzeitgemäß. Ich zitiere weiter: Denken wir bloß an die Biografien unserer Bekannten. Jeder hatte weitaus mehr Möglichkeiten, nicht zu existieren, denn zu existieren, sodass nicht auch er noch über die Nichtigkeit der Existenz reflektieren sollte. Im 20. Jahrhundert habe das vor langer Zeit begonnene Gespräch über die Nichtigkeit des Lebens aufgehört und ein Gespräch darüber begonnen, Zitat, wie man überleben kann und wie man leben kann, ohne das menschliche Antlitz zu verlieren. Ihre Erfahrungen von Hunger während der Leningrader Blockade im Zweiten Weltkrieg, von Terror und Gewalt, spitzt Lydia Ginsburg 1980 dann auf die Frage zu, ich zitiere, entsteht denn Biografie im Auf und Ab leidvollen Ertragens unermesslicher historischer Zwänge und halb illusorischer Aktivität? Eine doch höchst ungewollte Biografie. Auf der Ebene des literarischen Schreibens impliziert eine solche Perspektive das Wissen der oder des Schreibenden, dass die geschriebenen Zeilen wie das Leben jederzeit wegbrechen können. Mit autobiografischem Schreiben, speziell mit dem Genre der literarischen Autobiografie, setzte Schalamow sich bereits 1962 auseinander, als er mit der Niederschrift seiner Erinnerungen an die 20er Jahre begann. Damals notierte er in einem Schulheft mit der Aufschrift 20er Jahre und Anfang folgende im Typus Skript fehlende Sätze. Das ist jetzt eine Stelle, die wieder aus dem gleichen Heft ist und aus diesem gleichen Anfang, wo ich schon mal zitiert habe. Alles, worüber ich schreiben werde, gehört sicher nicht zum Wichtigsten. Memoiren zu schreiben ist schwer. Und nicht nur, weil ein ausgesprochener Gedanke Lüge ist oder sich nach Ehrenburg der Vorhang zum Beichtstuhl auftut. Tolstoi beispielsweise, dessen Seelenleben sich viele Jahre vor den Augen der gesamten Welt abspielte, führte ganze 3 Tagebücher. Eines für alle, ein zweites für die nächsten Menschen und ein drittes, das er an einem Bindfaden um den Hals trug, für sich selbst und Tschirtkow. Es gibt eine weitere Schwierigkeit. Das Gedächtnis ist ein unzuverlässiges Instrument und die Wertmaßstäbe sind unweigerlich verschoben.
Wichtig ist nicht, sich an ein bestimmtes Ereignis zu erinnern, sondern dieses richtig zu fühlen. Und schließlich eine dritte Schwierigkeit, die Schwierigkeit der Auswahl. Ich könnte die Seiten über die 20er Jahre auch mit anderen Erinnerungen füllen, mit sehr viel wichtigeren. Das Weitere habe ich schon mal gelesen. Die polemischen Seitenhiebe gegen Lev Tolstoi und Ilja Ehrenburg zeugen von dem Anspruch, eine Darstellungsform zu finden, die ein größeres Leserpublikum in seinen Bann zu ziehen vermag. Wie schon erwähnt, sorgten zu diesem Zeitpunkt Ilja Ehrenburgs ab 1960 gedruckte Memoiren Menschenjahre Leben für Furore. Schalamow lehnte Tolstois ambitionierte Selbstinszenierung in Tagebuchform ebenso ab wie den aus seiner Sicht vordergründigen Beichtgestus Ehrenburgs. Im einleitenden Abschnitt seiner Memoiren spricht Ehrenburg davon, dass jedes Buch eine Beichte sei und ein Erinnerungsbuch eine Beichte ohne den Versuch, sich selbst im Schatten fiktiver Helden zu verstecken. Er wolle, heißt es bei Ehrenburg, mit verliebten Augen einige Versteinerungen des Vergangenen zu neuem Leben erwecken, auch mich dem Leser näher bringen. In dieser Adressierungsgeste erkennbar ist ein Werben um Verständnis beim Leser für das eigene Leben und Überleben in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Von Verlebendigung sprach auch Schalamow. Allerdings wollte er nicht so sehr um Verständnis beim Leser werben, als Erzählverfahren finden, die den Lesern neue Einsichten gewinnen lassen. Er suchte nach einer autobiografischen Erzählform, die seinen Ansprüchen an eine authentische und lakonische Prosa entsprach und den Leser zugleich unterhalten sollte. Das belegt eine weitere von ihm durchgestrichene Notiz über das Genre der Autobiografie. Die Autobiografie ist ein sehr altes Genre. Der Oberpriester Avakum und Benvenuto Cellini haben uns klassische Muster hinterlassen. In unserer Zeit, so sagt man, besitzt Winston Churchill ein entsprechendes Talent. Talent braucht es hier unbedingt. Nikolai Semaschko, ein lebendiger und interessanter Mann, der viel gesehen und bewirkt hat, schrieb eine Autobiografie, bei der einen nach zwei Seiten die Langeweile ankommt. Lenin dagegen hat uns, dem Beispiel von Marx und Engels folgend, keine Autobiografie hinterlassen. Beide Notizen markieren Schalamows Suchbewegungen. Dass es die absolute Wahrheit der Erinnerung nicht geben könnte, war für ihn unumstößlicher Ausgangspunkt. Darauf verweist Fjodor Tjutschews zum geflügelten Wort gewordene Verszeile »Ein ausgesprochener Gedanke ist Lüge« aus dem Gedicht »Silentium« von 1829. Schalamow wird übrigens mit einem anderen Gedicht »Silentium« Tjutschew antworten. Schalamow bedachte nicht nur so naheliegende Tücken wie die Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses oder das mühsame Abwägen, welche Bilder des längst Vergangenen er dem Vergessen entreißen und in Form von sprachlichen Bildern wieder aufleben lassen sollte. Er war sich bewusst, dass eine autobiografische Rückschau auf das eigene Leben stets bedeutet, es gleichsam noch einmal, wenn auch anders, zu erleben. Die Hauptarbeit beim Schreiben, formulierte er 71, sei, Zitat, der Versuch, sich selbst auf dem Papier zu enträtseln, irgendwelche fernen Ecken aus dem Gehirn herauszukehren und zu beleuchten. Diese Arbeit sei quälend, die Anspannung fördere manchmal zu viele Bilder herauf, die nicht genutzten lagerten sich wieder ab, könnten jedoch Jahre später erneut aus dem Gedächtnis heraufbeschworen werden. Vieles, was sein Gedächtnis beim Schreiben von die 20er Jahre zutage förderte, fand erst Eingang in die um die Wende zu den 70er Jahren entstandenen Skizzen für Vischera Antiroman. Schalamow strebt in seiner Erinnerung stets eine Art narratives Auffangen der Brüche im eigenen Leben an, ohne sie zu negieren. Das Wissen um die Fragilität des Menschen, auch die eigene, ist allen Texten eingeschrieben. Von Julie Schröder ist eine kurze Replik Schalamows überliefert auf seine Frage: Wie ist es Ihnen gelungen, nicht zu zerbrechen? Worin liegt das Geheimnis? Die Antwort war nüchtern: Es gibt kein Geheimnis. Jeder kann gebrochen werden. Der Widerschein dieses in den Lagern der Kalmar erworbenen Wissens lag auf allen Selbstentwürfen Schalamows. Die biografischen Vorhaben über vorbildhafte Figuren bieten eine Art Gleichgewicht, bestärkten ihn in der Hoffnung auf eine mögliche Kontinuität des moralischen Klimas über alle Verluste und Katastrophen hinweg. Vielleicht soweit. Ja, danke schön.
Im Untertitel Ihres Buches heißt es ja auch Biografie und Poetik. Wie würden Sie die Poetik von ihm beschreiben? Geht das, das in wenigen Worten zu machen? Oder müssen wir jetzt sagen, lesen Sie die Biografie? Ja, lesen Sie die Biografie, muss ich unbedingt sagen, weil es geht. Also lesen Sie die Biografie, würde ich unbedingt sagen, weil das kann man natürlich in wenigen Worten jetzt kaum zusammenfassen, zumal es ja auch um Prosa und Gedichte geht. Also das Faszinierende ist auch wirklich dieser Wechsel sozusagen. Die haben beide was miteinander auch zu tun in der Art, bei allen Unterschieden, die es gibt. Also Schalamow ist in der Prosa, darüber ist also, versuche ich auch in dem Kapitel das Lager schreiben, sehr detailliert einzugehen, vor allen Dingen am Beispiel der Erzählung der Schlangenbeschwörer, einer der ersten Erzählungen, die er geschrieben hat, 1954 bei Moskau, weil es da in dieser Erzählung auch thematisiert wird, wie wird eine Erzählerfigur und eine Erzählersituation geschaffen. Und dabei ist es also auch ganz wichtig, abgesehen von der Grundentscheidung, vor allen Dingen bei den Erzählungen im ersten Zyklus, wirklich nur einen Ausschnitt, einen Moment, eine Szene in den Mittelpunkt zu stellen, nicht mal einen ganzen Tag des Lagerhäftlings häufig und auch nur in einer Baracke oder sozusagen nur in der Goldgrube, wo nach seinen Worten sich die Staatsmaschinerie und der Einzelne sozusagen unmittelbar treffen, ohne die Vermittlung von Literatur oder Historiker, also wo man sich wirklich unmittelbar aufeinander trifft. Und das in sehr lakonischen, sehr nüchternen, ohne Belletrisierung, ohne literarische Ausschmückungen darzustellen, das sozusagen ist der Grundtenor, und das wird auch oder hat auch eine große Konsequenz für die Frage nach dem Tempus. Also wenn ich gesagt habe schon, dass es Schalamow wirklich darum geht, ja, das eigene Erleben auch gleichzeitig zu transzendieren und für die Toten der Kolyma zu sprechen, dann könnte man sagen, so wie das ein Kollege von mir formuliert hat, den ich auch zitiere, er schreibt nicht Erinnerungen an die Toten, sondern Erinnerungen der Toten. Es ist der Dachadjaga, es ist aus seinem Essay über Prosa die Formulierung zentral für ihn, nicht Orpheus, der in die Unterwelt herabsteigt, schreibt, sondern Pluto, der aus der Hölle aufsteigt. Und das ist eine ganz andere Schreibperspektive. Und damit hängt zusammen, wie sozusagen er auch mit Innen- und Außensicht in den Erzählungen umgeht. Also es gibt sozusagen auch immer wieder Versuche zu markieren, hier schreibt aber ein Überlebender. Und in der Erzählung der Schlangenbeschwörer, da zeigt er das auch, wie er diese, oder thematisiert das, stellt das heraus. Und da spürt man also die Avantgarde-Poetik im Hintergrund, dass er diese Verfahren auch sichtbar macht, wie er das macht. Und wenn man die selbstreflexiven Texte liest, wie Schalamow über sein Schreiben schreibt, also wie er die Schreibszenen beschreibt, dann spielt eine ganz große Rolle die Körperlichkeit. Also dieses Durchlebte bedeutet, er hat mit dem ganzen Körper physiologisch sozusagen oder psychosomatisch richtig so das alles durchleben müssen. Und er braucht eine Rückkehr zu den Gefühlen des Häftlings von damals, um eine Sprache zu finden, um das so zu verdichten, dass er das vergegenwärtigen kann. Das heißt nämlich auch, ein riesengroßes Problem ist überhaupt, in welcher Sprache konnte er schreiben. Das thematisiert er als Grundproblem, weil die Sprache des Lagerhäftlings, des Ausgezehrten, so reduziert war, dass man in dieser Sprache keine Erzählung schreiben kann. Also muss er in der Sprache des Überlebenden schreiben. Und das aber bedeutet quasi, sich selbst so erstmal in eine Situation zu bringen, um das leisten zu können, dieses Formbewusstsein, diese Verdichtung, dieses Rhythmisierte, was auch in diesen Erzählungen in der Sprache drin ist. Das ist nicht nur in den Gedichten. In den Gedichten spielt eine ganz große Rolle. Er ist ein großer Verfechter der traditionellen russischen
Dichtung, bei aller Liebe und Vorliebe für die Moderne. In den Gedichten geht es ums klassische Metrum, es geht um den Reim. Der Vers libre ist also nicht seine Priorität. Und vielleicht spielt da natürlich, also ist eine Vermutung, spielt dabei auch eine Rolle, das, was er mal auf die Formel brachte in einem frühen Gedicht noch im Lager, wo er schon Lagerhäftling war und wieder anfing zu schreiben, also wie die, kann man nicht sagen, wie er anfing zu schreiben. Er spricht selber von der Auferweckung des poetischen Wortes in ihm, wie das zu ihm zurückkehrte, wie ein Sturzbach sozusagen, wie ein Strom, also auch ein Schwall des Erbrechens, wo er kaum aufhören konnte. Da hat er, wenn ich es jetzt richtig zitiere aus der Erinnerung, auch den Vers aufgeschrieben. Warte mal, Moment, einen Augenblick. Ich glaube, ich habe es mir hier sogar notiert gehabt, damit ich nichts Falsches sage im Deutschen. Nee, ich finde es so schnell jetzt nicht. Ich kann es leider auswendig nur Russisch. Vielleicht können wir es Russisch hören. Komme ich. Души давнишнее смятение в ограду рифм вплетено. Also es geht darum, dass der Seele alte Verschwörung ins Gatter der Reime gefügt. Und dieses der Seele alte Verschwörung ins Gatter der Reime gefügt bedeutet, dass es so eine Art Hilfestellung auch ist. Also er spricht von einem Lautgerüst. Und dieses Lautgerüst, also dieser Zusammenklang oder das Zusammenspiel von Klang, von Rhythmus und von Bedeutung, nachdem hat er nicht nur, also das hat ihn nicht nur in der Lyrik getragen, in den Gedichten, sondern eben auch in der Prosa auf eine andere Art und Weise. Ja, das fand ich auch eine sehr interessante Stelle, weil ich auch denke, natürlich der freie Vers setzt auch eine gewisse Freiheit voraus, ne? Und zu reimen ist vielleicht auch etwas, was einen festhält, woran man sich festhalten kann, ja. Und das, wobei er das auch umdeutet. Also im Briefwechsel mit Pasternak geht es auch darum, dass er dem Pasternak sagt: Nein, nein. Also der Reim ist ja wie ein Magnet, der öffnet einen Raum, der zieht ja alles an. Und ich kann dann etwas auswählen aus diesen ganzen sozusagen Klangwellen, ja. Und er spricht also von sich als einem Radar, der quasi aufnimmt. Und dann hat er das die Möglichkeit auszuwählen. Aber eigentlich gelingt ein Vers nur als unmittelbare Reaktion, eine Sinnesreaktion auf alles, was ihm entgegenkommt. Was ich mich noch frage, ist sozusagen die Haltung der Biografin, wenn jemand aus der Hölle spricht oder aus der Unterwelt. Ja? Also das ist ja die Frage, wie Sie haben sich dafür entschieden, nur im Epilog das Ich zu verwenden, in der Biografie selber nicht. Wie haben Sie das für sich, also beim Schreiben auch, geschafft, also diese monströse Biografie ja auch irgendwie auszuhalten oder zu sehen, dass man eben ein ganz anderes Leben hatte und wie, also dieser Widerspruch zwischen demjenigen, über den man schreibt, und das eigene Leben, wo es sich bei Ihnen ja auch irgendwo kreuzt, aber doch auf eine ganz andere Weise, ne? Tja, wie hält man das aus? Ich würde sagen, oder betrifft ja jetzt nicht nur die Biografie, betrifft ja im Prinzip die ganze Herausgabe seit 2005. Ja, natürlich. Weil die ganzen Geschichten sind ja auch von einer Monstrosität oft, die man erstmal, also die muss man ja aushalten. Und Sie haben mit dem jetzt viele Jahre gelebt, ja, mit diesem Menschen auch, der ja auch der auch sehr schwierig war. Ich sag mal, vielleicht fange ich von hinten an. Es gab ein Stichwort bei der Buchpremiere im November von Andreas Rötzer, der sprach davon, dass die Schalamow-Edition für den Verlag eine Art Rückgrat sozusagen auch war. Und das ist ein ganz eigenartiges Wort, auf das ich vorher in dem Kontext nie gekommen bin. Aber ich würde auch sagen, ich bin schon 2007 von einer Journalistin gefragt worden, warum Schalamow? Also kann man sich nicht mit irgendwas Schönem so ungefähr, wieso müssen wir Schalamow lesen? Und da habe ich gesagt, also ich finde, für mich ist das ganz wichtig, um zu verstehen, woraus ist der Mensch gemacht, wie Sinjavski mal gesagt hat. Es ist eigentlich das... Ich bin mit einer sehr romantisierten Weltsicht groß geworden.
und einer verklärten auf sozialistische Entwicklung, auf Sowjetunion und was weiß ich. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass mir Schalamow insofern sehr viel hilft zu verstehen und vielleicht den Blick klarer zu richten, auch auf die Abgründe, nicht nur des 20. Jahrhunderts allgemein, sondern mit der Realität einfach anders umzugehen. Das bedeutet ja nicht, dass man bei ihm in seinen Texten und in seinem Leben nicht auf also sehr lyrische Sachen stößt, auf unglaublich nuancierte Landschaftsbeschreibungen, auf hochgradig emotionale Liebesgeschichten, auf ein Liebesdreieck zwischen Pasternak, Iwinskaja und ihm, wovon er lange gar nichts weiß. Und also das sind ja wirklich ganz andere Momente, die da auch eine Rolle spielen. Und also den Blick auf die Schönheit der Natur, auf die Details der Natur, hat er selbst gesagt, dass er das eigentlich erst, nachdem er das Lager überlebt hatte, also schon Arzthelfer war, dann auch dort auf diesem Zauberpfad, wie er ihn nennt, wo er also alleine in einer Waldhütte lebte als Arzthelfer, in die dann auch mal ein Bär einbrach und Aufzeichnungen zerriss. Aber immerhin sozusagen, er hatte dort ein relatives, selbstständiges Leben und da kam also das Dichterwort zu ihm zurück. Da sozusagen erst konnte er Natur wahrnehmen in der Kolymar-Region. Und ich glaube, diese Ambivalenz, diese Zerrissenheit, die macht eigentlich in gewisser Weise die Realität auf die eigene Weise von uns allen Menschen aus. Die Frage ist, haben wir die Kraft, uns dem zu stellen? Und ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass bei aller Schwierigkeit und aller Wagnis, sich einem solchen Buchprojekt anzunähern und das dann auch in Angriff zu nehmen, ich glaube, das Mikro ist aus. Nee, da ist sozusagen für mich drin eben etwas, das klingt vielleicht sehr seltsam, aber das mich auch gehalten hat. Und vielleicht hat es ein Stückchen weit geholfen, sozusagen den eigenen Absturz, Schock zu verarbeiten nach dem 24. Februar 22, also den Überfall Russlands auf die Ukraine. Hätten Sie ihn gern kennengelernt? Ja, sehr. Aber ich glaube, wenn das damals, also meinem damaligen Ich widerfahren wäre, ich hätte ihn nicht verstanden. Mit 20, mit 19. Ja, wäre auch die Frage gewesen, in welchem Alter hätten Sie ihn gerne kennengelernt? Das ist immer eine Frage und das sind natürlich alles reine Hypothesen. Aber ich glaube, da spielt erstmal eine primäre Rolle, in welchem Alter hätte ich ihn gerne kennengelernt. Also nicht sozusagen, welchem Alter er gewesen wäre, sondern ich. Also ich würde eben doch vermuten, mit 20, 21 wäre das schwierig gewesen. Ja, ich hätte jetzt, glaube ich, noch 20 bis 30 Fragen hier, aber die Zeit ist leider schon fast um. Und ich würde jetzt quasi noch mal kurz ins Publikum geben, falls es eine Frage gibt. Ja, Ecke. Ja, ja, danke schön. Ja. Ja, Eckhard Maas, ich kannte Anfang der 90er Jahre Vitali Schentalinski, einen russischen Schriftsteller, dem es gelungen war, in den Archiven des KGB die Schicksale russischer Schriftsteller zu finden und zu beschreiben. Und ich wollte deswegen fragen, ob es in den Archiven des KGB eventuell Texte, ob Sie da schauen konnten, ob es da noch irgendwelche Texte sind, die dort übrig geblieben sind. Also wir wissen ja aus unseren Stasi-Akten, dass man immer auch Beweise für die antisowjetische oder was weiß ich was für Tätigkeiten dann abgelegt hat. Ich habe dort Texte wiedergefunden, die ich sonst vergessen hätte. Also das war meine Frage, aber gleichzeitig wollte ich noch einen kleinen Kommentar geben. Die haben das so toll geschrieben, also dieses Buch, also das ist selber große Literatur. Ich finde das ganz toll geschrieben. Also das wollte ich noch mal sagen. Man hört das zu und es ist einfach großartig. Danke. Zu Ihrer Frage kann ich nur sagen, nee, ich bin leider nicht bis in die Archive des KGB vorgedrungen, was sehr schade ist. Also was ich weiß, ist, dass
es Historiker gibt, die in den Archiven auch recherchiert haben. Bisher sind aber keine Texte von Schalamow aus diesen Archiven hervorgekommen. Was ich auch befragt habe, ich habe natürlich in der Bibliothek von Memorial gefragt, ob dort bei den Vernehmungsakten oder in den Akten von Dissidenten aufgetaucht sind, Typoskripte, also Samizdat-Texte von Schalamow. Das ja, die sind teilweise aufgetaucht, aber in den Vernehmungen wurde mir jetzt nichts irgendwie gesagt, dass das große Rolle spielte. Insofern, es ist ein bisschen, also leider kann ich dazu nichts sagen. Es ist definitiv so, dass sicherlich, oder sagen wir mal, es gibt die Vermutung, dass es in einigen Haushalten noch Sachen liegen könnten. Was da aber genau ist und diese ganzen komplizierten Verhältnisse zwischen Enkeln von und so weiter, das ist eine Geschichte, das müssen, glaube ich, russische jüngere Leute dann dort mal erforschen. Ja, gibt es noch eine Frage? Ich habe zwei Fragen. Das Mikro war, glaube ich, nicht einfüllen, oder? Doch, das ist für die Übertragung. Also eine, die sich auf das Leben von Schalamow bezieht, ist bekannt oder wissen Sie es, ob er überhaupt nach seiner Zeit ab 1953 in Moskau Kontakte zu anderen Überlebenden hatte? Das ist die eine Frage. Und die zweite ist, wie wurde denn dieses Werk von Schalamow in Russland oder auch in der Ukraine wahrgenommen? Gibt es da eine breite Öffentlichkeit? Wird er gelesen? Wurde er behandelt in Universitäten und Schulen? Das ist ja also ich habe jetzt einige Sachen gelesen von Ihnen auch. Das ist ja faszinierend. Und also diese Frage, die Aktualität im vergangenen Russland sozusagen vor dem 22. und dem jetzigen, würde mich mal sehr interessieren. Also zu Ihrer ersten Frage kann ich sagen, ja, natürlich hatte er Kontakt. Er hatte intensiven Kontakt zunächst vor allen Dingen auch von Mithäftlingen, die überlebt haben, denen er im Lager schon begegnet war. Einiges zitiere ich und beschreibe ich auch in der Biografie. Und es gibt den als 8. Band erschienenen Briefwechselband, der heißt auch ein Schalamow-Zitat, ich kann keine Briefe schreiben, also Schalamows Korrespondenzen. Und da gibt es Briefwechsel, die sehr, sehr interessant sind, vor allen Dingen mit Arkadi Dabrowolski, der mit dem er im Lagerkrankenhaus gemeinsam gearbeitet hat als Häftling. Und das war ein Kiewer Drehbuchautor, Mitautor des Drehbuchs zu dem Film Traktoristen, in den 30er Jahren sehr bekannter Film. Als der Film Premiere hatte, war er aber schon verhaftet. Und er hatte sozusagen dann nicht die Genehmigung und durfte erstmal die Kolyma-Region nicht verhaften, nicht verlassen. Der lebte also in Magadan, Schalamow dann bei Moskau und dann ab 1956, als er geheiratet hatte, in Moskau. Und da gibt es einen sehr intensiven Briefwechsel, der sehr, sehr interessant ist, sehr aufschlussreich ist, weil wir leider den auch nicht vollständig in dem Briefband aufnehmen konnten, weil Dabrowolski auch sehr ausführlich berichtet, was er alles gelesen hat und wie seine Leseeindrücke sind. Aber man bekommt einen Eindruck sozusagen darüber. Und zunächst ist es so, dass Schalamow hauptsächlich denen vertraute, die wissen, was da passiert ist. Während er also anderen Leuten wie Solzhenitsyn erstmal ja und nach einer kurzen Zeit dann nicht mehr vertraute, weil er das Gefühl hatte, der nimmt das Lager und das, was da geschehen ist, gar nicht bis in die Tiefe wahr. Und zu Ihrer zweiten Frage, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde referieren. Ich habe das vorhin angedeutet. Es gab eine Zeit lang im postsowjetischen, oder es ging schon sehr, eigentlich in den späten Perestroika-Jahren los, dass die Rezeption erstmal und das Interesse sehr groß war. Und dann, das kann ich jetzt nicht genau die Jahreszahl sagen, Schalamow auch Teil des Literaturstoffes in den Schulen wurde. Das hat man wieder abgeschafft. Man hat dann, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht, nur Solzhenitsyn gelassen. Was sich da jetzt im Einzelnen abspielt, kann ich Ihnen im Moment leider nicht sagen. Aber es hat auch im vergangenen Jahr, also nach dem Überfall auf die Ukraine, durchaus Versuche gegeben, das fortzusetzen, was als Tendenz schon einige Jahre zu beobachten war, dass Schalamow auch als sozusagen
Patriot für Russland politisch instrumentalisiert wird. Wird es eine Übersetzung geben ins Russische? Ich hoffe, ich weiß es nicht, weil das ist jetzt extrem problematisch, weil die Möglichkeiten dafür quasi nur im Ausland sind. Also in Russland selbst gibt es da gar keine Chance. Vielleicht. Ja, ein neuer Samizdat. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Das war sehr spannend. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ein Hinweis, es gibt im Oktober eine nächste Veranstaltung in dieser Reihe, und zwar Jan-Philipp Bremsma über Christoph Martin Wieland, Ende Oktober.